Es ist Donnerstag, der 18. Januar. Ich bin Sherif, das hier ist Logo. Und heute geht's um die Mogelpackung. Was müsst ihr wissen, um bei Süßigkeiten, Chips und Co. nicht auf Mogelpackungen reinzufallen? Das Rauchen. Warum stand in dieser Klasse heute Rauchen auf dem Stundenplan? Und den Schneemann. Wieso ist gerade der 18. Januar der Tag des Schneemanns? Hallo bei Logo. Ich muss euch mal was erzählen. Ich hatte letztens irgendwie ziemlich Lust auf Gummibärchen. Also bin ich in den Supermarkt gegangen, hab mir schnell eine Tüte gekauft, hab sie zu Hause aufgemacht und bemerkt, verdammt, ich hab eine Mogelpackung erwischt. Mist. Ja, also eine Mogelpackung, so nennt man Verpackungen, bei denen so getan wird, als wäre mehr drin, als wirklich ist. In letzter Zeit gibt's irgendwie immer mehr davon. Damit ihr aber, anders als ich, keine Mogelpackung erwischt, haben wir für euch drei dieser Mogeltricks mal genauer gecheckt. Trick 1. Die Luftnummer. Einfach eine große Packung nehmen, sie aber nicht ganz voll machen. Das gibt es vor allem bei Knabbersachen oft. Ein bisschen Luft darf aber in der Packung sein, damit zum Beispiel Chips beim Transport nicht so sehr zerbröseln. Um rauszukriegen, ob eine Packung wirklich randvoll ist oder viel Luft drin ist, hilft es, sie einfach mal zu schütteln. Trick 2. Plötzlich ist ein Schokoriegel weniger in der Packung als vorher, aber die Packung kostet immer noch gleich viel. Pro Riegel zahlt man jetzt also mehr Geld als vorher, oft ohne es zu merken. Dieser Trick wird richtig oft benutzt. Trick 3. Ach toll, mein Lieblingsmüsli hat jetzt eine neue Rezeptur oder sogar eine verbesserte Rezeptur. Tja, das klingt toll, oft verbirgt sich dahinter aber was ganz anderes. Zum Beispiel ist von einer teuren Zutat, wie getrockneten Früchten, einfach weniger drin als vorher. In Deutschland gibt es bisher nur wenige Gesetze gegen diese Mogeltricks. Dabei fordern Expertinnen und Experten schon lange, dass mehr gegen Mogelpackungen getan werden sollte.